Jetzt kannst du reden. Ich muss eben Sachen kaufen. Sofort. Starke Taschenlampe. Fotoapparat, Videokamera, Salz, einmal Sanity Pillen, Bewegungssensor. Ne, der Motion Sensor hatte ich gemacht. Du hast die Videokamera gemacht und. Ja, ich hab mir halt auch gekauft gehabt. Ich könnte noch hinzufügen, aber. Okay. Ich hab 3 Stück. Ja. Aber jetzt noch 2. Okay, das akzeptiere ich. Meine Glowsticks fehlten. Warte mal, da habe ich glaube sogar noch welche. Nee, habe ich nicht, schade. Aber irgendwie kommt da gefühlt... ein Thermometer fehlt, das war... War ich das? Nee, Thermometer haben wir. MF, Foto, Leiter, Candles, Smudge Sticks fehlen. Die waren noch von mir. Smudge Sticks. Räucherstäbchen habe ich halt auch. Hätte ich auch hinzufügen können. Ja, aber dass ich war wieder hab, was ich gekauft hatte. Okay. Und einmal Salz fehlte von mir, bei mir noch. So, und die Sachen kaufe ich mir jetzt ein paar Mal mal eben. Also, es ist ja bei mir auch so. Sanity-Pillen habe ich mir insgesamt 6 Mal gekauft. Salz habe ich auch immer 2 Mal vorrätig, genauso wie Fotoapparat, Videokamera, Feuerzeug habe ich auch 2 Stück. Ich weiß einfach nicht warum. Ja. Und starke Taschenlampen habe ich auch immer 2 parat. Ja, die suche ich da. Ich muss noch nicht weitermachen. So, ich wollte nämlich jetzt eben noch meine Theorie kurz hinlegen. Nämlich, bei der ersten Jagd, nachdem ich tot war, wo du eigentlich in dem Raum, wo ich gestorben bin, versteckt hast. Ja. Da habe ich die ganze Zeit in der Nähe des Geistes, aber halt in einem anderen Raum in der Nähe des Geistes Gegenstände geworfen und ist die ganze Zeit zwischen meinen Würfen hin und her gerannt. Okay. Ich will, wenn ich es nochmal sterbe, die Theorie verstärken, dass wenn man Gegenstände in der Nähe des Geistes wirft, dass man ihn damit ablenken kann. Also muss halt im selben Raum sein wie der Geist. Ich habe nämlich die ganze Zeit in die eine Ecke des Raumes eine Dose geworfen und der ist eingegangen und wenn er wieder weggegangen ist, habe ich sie wieder dahin geworfen und er ist wieder umgedreht. Ich weiß nicht, ob das geht. Ach, und warum ich das eine Mal was aufs Buch geworfen habe? Zu dem Zeitpunkt hatte ich kurzzeitig drüber nachgedacht, dass ihr mal die Talkbox benutzen sollt, weil da kurz im Zeitpunkt. Ne, Darko hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht und ich wollte das Buch abdecken, dass ihr das Buch nicht seht, dass ihr euch auf die Talkbox konzentriert. Aber ich habe nicht genug Teller zum Buch abdecken gefunden. Wir haben halt danach jeder die Talkbox genutzt, ich habe 2 Mal, aber wir haben auch gesagt, er soll ins Buch schreiben, aber der war einfach zu faul, ich glaube, da war ein Analphabet. So, und jetzt können wir auch gerne weitermachen. Jo. Aber wenn einer von euch stirbt, bitte mal ausprobieren mit dem Ablenken durch Sachen in der Nähe von ihm herumwerfen. Ja, können wir versuchen. Ja. Erster. Gleichzeitig. Nein, erster. Ich bin eigentlich, ich habe gleichzeitig gesprochen. Ich. Pech. Darko, Talkbox. Hatte ich doch schon. Ich auch. Und CO2 auch. Ich nehme EMF. Und nach der Reihenfolge wärst du wieder dran und danach muss ich wieder. Nee, in der vorletzten Folge hatte ich ja die Talkbox als erstes. Das heißt, ich müsste jetzt EMF nehmen, nur weil Thermometer hatte ich schon. Ja, also muss ich. Ja. Wenn unser Geisterfreund auftaucht. Apropos, was war das für ein Haus, was du genommen hast? Road. Also, EMF wieder, Geister-Events, Räucherstäbchen, Gruppen. Okay, EMF habe ich und Kamera habe ich. Ich habe das gehasste Zeug und ein Fotoapparat.
Dann auf und davon. Komm, das sind jetzt nur 6 Minuten lang. Waren es Gruppen oder waren es Einzel? Gruppen. Bist du da? Are you there? Are you here? Are you there? Are you there? Bist du da? Are you there? Ich habe zwar in der Garage Schritte gehört, aber ich denke mal, das wird oben gewesen sein. Ja, Garage 14 Grad. Ich geh einmal in den Keller rein. Are you there? Are you there? Keine Ahnung, Erdgeschoss ist nicht. Hier hinten ist das Reacher Board. Are you here? Are you there? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Du kleiner Schisser. Knochen hier oben. Ja, ich habe jetzt alle Räume durch und habe nicht einmal irgendwas an die 11 Grad oder weniger gehabt. Also ich habe auch noch keinen EMF-Ausschlag. Wurden wir verarschen, hier ist kein Geist. Dann haben wir das Spiel kaputt gemacht. Bist du da? Ich habe auch keine Geisterbox, ich bin durch. Wollen wir mal die Items tauschen, dass ich die Box nehme? Ja, ich würde nochmal einmal mit Ball durchgehen. Oh, stopp, die hatte ich gerade kurzzeitig was. Ich weiß noch nicht, welchen Raum. Bist du hier? Ich bin fast. Jetzt. Bist du da? Bist du hier? Bist du ein Mann? Oh, das war ein Kind, war ein Kind. Tschüss. War ein Kind, ich bin raus, tschüss. Alter. 5 Grad. Ist zwischen Garage und dem Vorraum. Also in der Garage habe ich das den Geist gesehen. Ja, ist die komplette Garage. Aber ey, das war wirklich, ich musste nach unten gucken, das ist definitiv ein Kind. Aber wir haben schon 2 Aufgaben erledigt. Cool. Geister-Event und EMF-Reader. Ja, wir haben noch kein Dings oder die Geisterbox aufgeschlagen. Nee, ich bin sofort wieder rausgegangen, als ich das Kind gesehen habe. Ich gehe nochmal rein. Und man muss wirklich zu zweit oder zu dritt da drinne sein. Thank you.
wieder tot. Buch, Buch fotografieren, Buch fotografieren, bitte. Da hat ins Buch geschrieben. Ja, ich komm raus. Ich wollte gerade rein, als die Tür zugänglich ist. Also wir haben auf jeden Fall... Buch ist in der Garage. Revenant, Fingerabdrücke, Geisterbuch, EMF. Wow. Wow! Da braucht man... Revenant braucht man EMF. Und Spirit... brauchen wir Geisterbox. Geisterbox stärken keine Schwächen, kann vorübergehend gestoppt werden, indem man den Geisterraum ausräuchert. Könnt. Ich glaube, meine Sanity ist super low. Ich muss hier raus. Dein ist bei 0 und Darko bei 3. Es ist ein... Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Spirit ist, weil es wird gewollt, dass man den Raum ausräuchert und seine Schwäche ist den Raum ausräuchern. Spirit ist komplett raus. Hä? Ja. Hey, warte, ich hab mich verklickt. Nee, also Spirit wäre jetzt noch mit der Geisterbox. Ja, stimmt. Und sorry. Ja, ja, ist kein Ding. Und da steht halt, kann vorübergehend gestoppt werden, indem man den Geisterraum ausräuchert und das müssen wir ja machen. Das andere war ein Revenant. Da bräuchte man EMF 5. Wird schnell, wenn er sein Opfer jagt. Schwächen, versteckt man sich vor dem Revenant, bewegt er sich sehr langsam. Okay, das könnte auch sein. Das könnte natürlich auch sein.
Also ich würde jetzt nochmal mit der Box reingehen und versuchen. Ich werde den Raum aufspeichern erstmal. Nee, dann lass doch erstmal gucken, ob auf die Box reagiert. Bist du hier? Bist du ein Kind? Child, hat er gesagt. Uff. Ist ein Spirit. Gar nichts, ist ein Spirit. Der hat gerade in die Box gequatscht, dass er ein Kind, dass er ein Kind ist. Ah, okay. Ich hoffe, das Ausbrechen hat gezählt, weil ich musste. Ja. Ich habe den Raum wieder von. Ja, okay. Hat gezählt. Aber wie bist du ein Kind? Child. Können wir ein bisschen abhauen? Ja, bitte. Ich. Ja. Ich habe keine Lust, das Kind noch zu sehen. Warte doch nicht. Jetzt kann man. Jupp, ich bin fertig. Ich dachte, du hättest es schon gesehen. Ja, ich will's nicht nochmal richtig sehen. Man sieht's wirklich nur ganz kurz auch in der Aufnahme. Boah. Ja, das war's für heute. Jo. Ich kann es froh sein, dass du es nicht nochmal gesehen hast. Du bist aus dem Raum raus. Hm? Ich bin hinter dir rein zum Ausräuchern. Ich drücke meine Taste zum Ausräuchern einfach und er rennt ein Kind entgegen. Wow, alles klar. Wirklich, ich wache an, bin zwei Schritte drin, Kind rennt mir entgegen. Okay, ich bin wieder raus aus dem Raum. Ich war ja sofort raus, als ich diese kleinen Umrisse gesehen habe. Ich hatte so im Fall sogar auch egal, ob ich damit schaffe, die Aufgabe zu verkacken, aber ich gehe erstmal wieder ein paar Schritte zurück, wenn ein Kind auf mich zurennt. Ich hatte ja damals schon gesagt, bei Kindern bin ich definitiv raus, also das, sowas braucht man nicht in Horrorspielen oder Filmen. Man braucht keine Crawler in Horrorspielen. Gut, ich mache jetzt erstmal Folgenende.